Krieger, du hast geschrieben, dass meine Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit meine Wahrnehmungen sind, welche du nicht beeinflussen kannst. Du bist ein weiser Mann. Daher wirst du im Hier und Jetzt an meiner Wahrnehmung auch nichts ändern können. Du weißt sehr wohl, wie es ist, etwas zu fühlen, was nicht greifbar ist. Ich weiß das auch. Ich begegnete dir einst, schaute dir in die Augen und mein Herz wusste, ich kann dir vertrauen. Erinnerst du dich? Tage später saßen wir draußen unterm Sternenhimmel. Dein Kopf lag sanft auf meiner Schulter. Dann sagtest du, mehr zu dir selbst als zu mir: Ich bin stolz auf mich, weil du dich mir öffnen konntest. Ja, ich bin stolz, wie du mit mir sein konntest vom ersten Augenblick an. Wir kannten uns doch gar nicht. So sehr fühlte ich dich in diesem Augenblick und antwortete: Ich vertraue dir. Du sagtest leise: Ja, Maria, das tust du. Weißt du, dieses Vertrauen in dich war von Anfang an so tief, dass ich meine Restängste gehen ließ. Die Angst vor männlichem, kraftvollen Mann. Die Angst, mir selbst nicht vertrauen zu können. Was ich damit meine? Wenn ich früher liebte, gab ich mein Herz an Mann. Ich gab mein Herz her im Sinne von: Ich liebe dich, Mann, mehr als mich selbst. Ich vertraue dir, Mann, mehr als mir selbst. Mann, ich kann nicht ohne dich sein. Die Folge war Leid und Sehnsucht. Mir wurde bewusst, dass ich in der Vergangenheit oftmals nicht achtsam mit mir selbst war. Dann, wenn ich einen Mann eintreten ließ in meinen heiligen Raum. Hier fehlt Text und dann geht es weiter. Aber als ich dich traf, war alles anders. Ich fühlte mich. Ich sorgte für mich. Ich erschuf uns. Damals bei unserer Begegnung einen weiblichen Raum, in den ich dich eintreten ließ, weil mein Herz dich fühlte. Ich stellte dir diesen Raum der Liebe, des Fühlens und der Sexualität zur Verfügung. Und du hast dich eingelassen und mich als fühlender Krieger auf wunderbare Weise beschenkt. Um diesen Raum zur Verfügung stellen zu können, braucht es eine Frau, die sich in ihrer Weiblichkeit wohlfühlt, die sich selbst wertschätzt, sich vertraut und bereit ist, sich auf jeder Ebene vertrauensvoll einzulassen und hinzugeben. Du hast diesen Raum betreten und du hast genau das gespürt. Alles andere ist Ficken und das kannst du tausendmal. Es kann dir nie das geben, was dir in einem fühlenden, weiblichen Raum gegeben wird. Dadurch konnten wir diese wundervollen Momente erleben, in absoluter Freiheit. So hatte ich mir gewünscht, weitere wundervolle Momente in Freiheit mit dir erleben zu können. Aber auch wenn du nicht in der Lage dazu bist, ich habe gelernt, mein Herz nicht mehr zu verlieren. Ich verschenke nun Liebe und ich verschenke einen Platz in meinem Herzen. Ich verschenke nicht mehr mein Herz. Ich lernte mir selbst zu vertrauen, dass ich mich in Mann nicht mehr verlieren werde. Du hättest also nicht früher in mein Leben treten dürfen. Hier fehlt Text, es geht weiter. So ist es heute so. Selbst wenn ich mir noch immer von Herzen
eine weitere Begegnung mit dir wünsche und du mir das nicht erfüllen magst oder kannst und bist, wie du bist, leide ich nicht mehr, wie ich es früher getan hätte. Diese Liebe zu dir, die war, die ist und die bleibt, egal wie die äußeren Umstände sind. Und mein Kelch der Liebe fließt weiter über. Und dadurch erlebe ich wundervolle, glückliche Momente mit Menschen, welche bereit sind, diese mit mir zu leben und zu teilen. Punkt, 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 Punkt. Auszug aus Bronzene Leopardenfrau.